Hallo Genau. und herzlich willkommen zurück zum Landwirt 2014 mit dem Randy. Hallöchen. Popöchen. So, wir sollen die Ballenpresse ankurbeln. Die Mähdrescher haben wir erfolgreich zurückgefahren. Das Tutorial ist, glaube ich, wieder in der richtigen Reihenfolge. Nachdem es schwitzt nicht mehr. Es schwitzt nicht mehr, so. Okay, dann schnappen wir uns die Ballenpresse. Da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Naja, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt davon erwartest, aber... Ich weiß es auch noch nicht, aber ich muss mal ganz kurz hier... Moment. So, mal noch ein kleines Mühe. Es war gerade etwas laut. So, also. Drücke R, um Heu aufzunehmen und T, um die Ballen auszuwerfen, sobald er fertig ist. Genau das werden wir auch tun, wenn es soweit ist. Fahre jetzt mit der Ballenpresse auf das Feld. Schön. Oh Gott, also ich lese jetzt immer ganz brav die Tutorials vor. Das ist sehr schön. So. Dum, dum, dum. So, wie viel Geld haben wir denn überhaupt noch? Wir haben noch 123.785 €. Sehr nice. Wenn du auf F3 klickst, wird dir sogar angezeigt, was tatsächlich dein Geld ist und was du dir einfach nur geliehen hast. Ja. Okay. Das ist dann nicht so viel, ja? Ja. So, und wo ist jetzt hier Stroh? Bist du blind? Wie geil. Ach, ich hab kein Stroh, weil ich Raps gemacht habe. Oh, wie scheiße ist denn das jetzt? Ah, ganz schön. Oh, ich krieg die Ratten, ey. Nee, wie scheiße ist denn das jetzt? Wieso habe ich nicht dieses verfickte Weizen angesehen? Der feiert ja ab, ey. Ich finde das scheiße. Was mache ich denn jetzt? Fahr mal auf Feld 2, fahr mal auf das Feld. Ist da was? Na, da ist es, nee, da ist noch gar nichts gemacht. Oder ist das hier Stroh? Nee, das ist doch kein Stroh, oder? So, nee, das liegt brach. Oder? Ja, das liegt. Oder gehen wir auf das andere? Ja, das andere sieht anders aus. Ja, weil es halt, ja, das ist halt frisch abgeerntet. Aber das ist drüben doch. Nee, die Stroh erkennst du richtig an den Schwaden. Wie geil ist das denn? Ja, niemand verarscht das Tutorial. Und jetzt? Ja, jetzt bist du an den Punkt angekommen, wo das Tutorial nicht weitergeht. Außer ich sehe jetzt Weizen an. Ich glaube, nee. Weil wenn du jetzt weit, du musst ja zur nächsten Runde springen. Das kann ich nicht machen, oder? Nee, warte mal, das. Versuch's mal. Nee. Ist deaktiviert. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist geil. Ey, wie kann man nur so blöd sein? Wollen die mich jetzt hier verarschen? Schön. Dir gehören auch bloß zwei Felder. Dir gehört das Feld, wo du jetzt gerade dran warst, und das nebenan. Was anderes gehört dir. Das Einzige, was du versuchen kannst, du kannst bei den Nachbarfeldern gucken, ob da irgendwo Weizen dran ist und dort halt dreschen. Da irgendwo Weizen ist. Ob das Tutorial akzeptiert, ist jetzt so die Frage. Naja, ich denke mal. Auf jeden Fall Stroh. Ich denke mal eher nicht. Da hinten ist ein ganz. Da hinten sind große Felder. Was hier hinter? Rechts, einfach rechts durch die Bamberei, da wo der. Ah, da ist auf jeden Fall was drauf. Ja, weil das ist eigentlich. Obwohl, da haben wir es nicht. Jawohl, das dürfte gar nicht das Problem sein, weil das Feld, also das jetzt rechts von dir. Hier ist Weizen. Das Weizen. Rechts von dir, das musst du nach den Ballenpressen nochmal ernten. Das wird dann nämlich deine nächste Aufgabe sein. Also ist das nicht gut, wenn ich das jetzt ernte. Was ist mit den anderen? Da steht auch Weizen drauf. Dann dresch einfach mal das andere. Warum gehst du jedes Mal auf Escape? Ja, weil ich das bei Dings bei LSO ist. So, warte mal, da steigen wir jetzt mal schnell in den Upsala. Aber da steht schon da, dieses Feld gehört dir nicht. Aber das könnte ich ja eventuell kaufen. Das kostet 7.000 meines Erachtens nach. Ja, die Frage ist ja nur, ich soll ja da hinten auf diesem Feld Ballen pressen. Ob das akzeptiert wird. So, warte mal, wo muss ich denn der hin? Der ist rechts rum. Könnte ich navigieren, rechts rum. Dahinter. Ich glaube, der schließt die Aufgabe ab, nachdem du so viele Ballen gepresst hast. Ob der das jetzt unbedingt auf den Feld haben will, weiß ich nicht. Jörg. Du hast im Endeffekt auch keine andere Möglichkeit. Also du musst das Ganze nochmal komplett von vorne anfangen. Da flippe ich aus. Na gut, im Endeffekt, was war es an Spielzeit? Eine Stunde, anderthalb Stunden? Ja, aber das zieht sich halt hin, weil du musst dann wieder fliegen und alles. Ja, ich müsste es halt komplett offscreen machen.
Richtig. Das ist ja das Problem an der Sache. So, pass auf, ich mache jetzt hier mal Tempomat 2 und jetzt geht's mal los hier kurz. Und ich kann nicht, weil das Feld mir nicht gehört. Ja, aber ich kaufe es natürlich. Ja. So, okay. Moment. Einmal Rückwärtsgang. So, Feld 2. Wir fliegen jetzt. Wieso geht das jetzt nicht? Weil es dann doch nicht Bestandteil des Tutorials ist. Aber wenigstens hast du dann erstmal 0,7 Hektar großes Feld. Es geht nicht. Nein. Ach, schön. Ich hab's jetzt wirklich verkackt, sehe ich das richtig? Naja, ne? Das ist nicht der Ernst, oder? Wenn das Tutorial dir vorschreibt, du sollst Weizen sehen, dann hast du da Weizen zu säen und kehr ab. Ja, das habe ich wahrscheinlich gar nicht gelesen. So, aber meine lieben Freunde, wir zögern natürlich die Zeit nicht weiter sinnlos heraus. Nein, wir werden jetzt produktiv. Und zwar, ich mache jetzt hier einen Cut in dem Part und wir sehen uns in der nächsten Sekunde wieder. Und ich habe das Tutorial noch einmal komplett gespielt, bis an den Punkt, dass wir Ballen pressen. Oder ich nehme jetzt die CD. Weil du ja so viel Zeit hast. Ich nehme jetzt die CD aus dem Laufwerk und ich weiß nicht, neben mir steht ein Ofen. Okay, alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn, ey. Tschüss. Hallo, liebe Leute, und zurück, zurück zum Der Landwirt 2014. So, wir waren beim letzten Part, kann man nicht sagen, weil die Aufnahme knüpft jetzt direkt an den Cut an, der gerade gewesen ist. Es sind ein paar Tage vergangen. Ich habe das komplette Tutorial noch einmal gespielt. Ist es nicht sensationell? Ach ja, und der Randy ist natürlich immer noch dabei. Hallo. So, ja. Ich habe das komplette Tutorial noch einmal gespielt, habe natürlich Weizen angesehen und siehe da, Stroh. So, und dieses Stroh sollen wir jetzt pressen. Und das tun wir natürlich. So, mit der Taste R können wir beginnen, Heu aufzusammeln. Ist das eigentlich die Geschwindigkeit? Ist egal, Randy, oder? Ja, das ist so lustig. Das kannst du hier mit 50 km/h pressen. Ah ja, super. Muss aber halt bei 100% bloß aufpassen, weil da gibt es kein Piepen, da gibt es nichts. Oh, ich habe 100%. Und C, den Ballen abladen. Super, haben wir den ersten Ballen rausgekotzt. Ist ja geil. Geht's jetzt gleich weiter mit auf? Ja, geht's gleich weiter. Das passt ja. Oh, ich bin ja mal gespannt, wie viele Ballen wir hier pressen müssen. Wir brettern jetzt einfach mal wie bei Ortsbekloppt hier übers Feld. Dass wir in diesem Part noch ein bisschen was schaffen. So. Zack, 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 zack. Und raus damit. Und weiter geht's. Blub, blub, blub. Was macht man eigentlich mit den Ballen? Hast du die eingesammelt? Nö, die musst du bloß pressen und danach wirst du wieder zum Nachbarschaftsarbeiten verdonnert. Die Ballen verschwinden dann demnächst. Einfach so. Cool. Haben wir ja. Weil wie willst du die aufladen ohne Frontlader? Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. So, also brauchen wir ja auch nicht auf diese extrem 100% zu achten. Oder steht ja irgendwie da, wie viel Ballen wir pressen sollen? Oh, schlimm, du musst da so die Hälfte vom Feld dann sagt, erreicht. Ah ja, das ist sehr gut. Hälfte vom Feld klingt gut. Weil, wenn wir von den Ballen sowieso nichts haben, wenn wir die auch nicht aufladen können oder sonstiges und da irgendwie verwenden können, dann bringt uns das Ganze natürlich auch nichts. Wenn wir sie nicht verkaufen können. So. Ja, wie gesagt, liebe Leute, nicht wundern, wenn das jetzt alles ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Bei diesem Cut hier, weil es sind immerhin... Boah, wie viele Tage sind vergangen? Oh, keine Ahnung. Vier, jetzt drei, so, vier? Ja, vier, drei Tage stand ich jetzt schon auf dem Feld und hab gewartet, bis du wieder aufkommst. Ich hab mal gesagt, ich geh mal kurz kacken. So, vier Tage später war ich dann wieder da. Nein, Spaß natürlich. Ja, so... Das haben wir auch. Das haben wir auch. Und flupp, eine Wendung. Ich habe jetzt gleich das halbe Feld. Läuft ja. So, raus damit. Ah, der fängt dann wieder neu an zu zählen, oder? Ah, du kannst wieder heimfahren. Sehr nice. So, R aufhören einzusammeln. Und wir können wieder nach Hause fahren. Schön, schön, schön. Haben zwar noch 9% drin. Können wir den auch auskotzen? Nee, können wir nicht. Nö, nö. Ups. Mann. Verkackter, dreckiger Baum.
So, da bin ich schon mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Randy sagt, wir müssen noch was ernten beim Nachbarn. Das glaube ich nicht. Glaubst mir halt nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich schon gespielt. Du spoilerst. Spoilerst. Spoiler. So. Drücke Ender und das Hoftanklager. Nee, sollen wir nicht. Was sollen hier? Wir fahren Kuppel die Beinpresse ab. Na gut, drehen wir wenigstens noch um. Warum steht die eigentlich mitten hier auf dem... Das ist doch auch Blödsinn. So, Fahrzeug parken und verlassen. Ist hier irgendwo ein blauer Puppel, wo man es parken soll? Nö, einfach nur parken. Also sprich, einfach nur aussteigen. Okay. Okay, haben wir auch gemacht. So, jetzt Nachbarn, haben keine Mähdrescher. Sie würden sich gerne ihre Felder mähen lassen. Vor allen Dingen fällt der. Ist auch plötzlich. Ah ja, okay. So, gut, ich bin ein Mähdrescher. Fahre zum Feld, auch das tun wir. Da ist der blaue Popel, den müssen wir folgen. Dum, 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 dum. Ach, du hörst die Musik gar nicht, die ich höre. Nee, aber ich kenne sie ja. Ah, die ist so chillig. Ah, ich finde das gut. Manche ja. Fehlt mir bei LS so ein bisschen Musik im Hintergrund. Weil die kann man echt so ganz gemütlich tuckern lassen. Das stört eigentlich auch überhaupt nicht. So, das dürfte das Feld hier sein. Und wir starten gleich mal. Blups. Ja genau, das ist das Feld. Ja, so groß ist es ja nicht. Müssen wir bestimmt auch wieder das Ganze mähen, oder? 2% haben wir schon. Ist es das Feld? Ja, es ist das Feld. Das ist das Feld, ja. Gut, weil der Puppel noch nicht weg ist, aber ich muss wahrscheinlich erst näher in die Mitte eindringen. Hust, hust. Huster, huster. Ja, dann muss ich das bestimmt in den Anhänger abladen, den er hier bereitgestellt hat, oder? Richtig. Das ist ja auch so ein Witz. So, und weiter geht's. Ja, übrigens, wenn wir zu schnell fahren, dann überhitzt der Motor. Jedenfalls, wenn wir das Schneidewerk unten haben und ja, das Mähwerk eingeschaltet. Dann überhitzt der Motor. Mich würde zwar mal interessieren, was passiert, wenn der Motor ganz, ganz doll überhitzt, wenn der rot ist. Aber naja, ich sag mal so, das können wir vielleicht nach dem Tutorial ausprobieren. Weil während des Tutorials, nee, das mache ich nicht nochmal. Zweimal reicht. Ja, und liebe Kinders, habt da mal schön euer Kalendertürchen aufgemacht. Der Randy macht ja jeden Tag eins auf für euch. Ja, ja, da sind viele kleine und große Geschenke dabei. Ja, Randy hat eine richtig coole Aktion, wie ich finde, auf seinem Kanal. Er öffnet jeden Tag ein Kalendertürchen und da ist ein Spiel drin. Und zwar für seine Zuschauer. Oh, für alle, ja gesagt. Ja, für alle halt, die auf dem Kanal sind, die halt daran teilnehmen. Auch für die, die mich dann Zeittürchen 1 abonniert haben und bei 1000 anderen Videos, wo sie was gewinnen können, ebenfalls abonniert haben und da überall Kommentare da lassen, weil sie ja bloß gewinnen wollen. Ja. Ja. Aber traurig, aber wahr. Leider, ja. Wo es was zu gewinnen gibt, stehen die Leute immer Schlange, ne? Wo es kostenlos ist. Standard. Ja. So. Ach Quatsch. Senken. So, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt schon abgeerntet hier? Wir haben da wegen schon 25%, so. Und ich denke mal, das schaffen wir ja in diesem Part auf keinen Fall mehr. Der Part ist ja sowieso gleich zu Ende. Ich bin erstmal glücklich, dass ich das Tutorial wieder bis zu diesem Punkt gespielt habe, dass es jetzt endlich weitergeht. Weil, ja, meine Laune war doch sehr schlecht gewesen, wo ich gesehen habe, dass ich die Ballenpresse nicht bedienen konnte. Weil eben Raps kein Strohschwad hinterlässt. Aber das nächste ist ja, ich habe in dem Tutorial nochmal ganz genau aufgepasst, es wurde auch nicht gesagt, dass man Weizen ansehen muss. Und das fand ich so schockierend an der ganzen Sache. Aber das ist egal. Ja, normalerweise, nee, warte mal. Du fährst ja zu den Saatguthandel hin, kaufst das Saatgut ein und die Saatmaschine tankst du ja im Allgemeinen mit Weizen voll. Und deswegen ist es dann ja eigentlich auch nur selbsterklärend, dass du da Weizen draufhauen musst. Ach so, selbsterklärend. Hast ja gesehen, wie selbsterklärend das ist bei mir. Ne, bei dir schon, aber du warst ja und hast ja auch nicht das gemacht, was dir das Tutorial gesagt hat, sodass man da ja schon immer Angst hatte, wenn das Skript jetzt nicht ausgelöst wird, geht's nicht weiter. Ja, und? Ist ja wohl noch nie passiert, dass du schneller warst, hä?
Na gut, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Da ist das Feld natürlich abgeerntet. Und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Sei nett und verabschiede. Tschüss.